Wir sind die Tierschutz-Kids und Teens und sind hier gerade in einem Tonstudio. Da haben wir das Hörspiel Yoshi, die Reise auf vier Pfoten, haben wir hier aufgenommen. Hey, ein neuer, so ein kleiner Furz. In dem Hörspiel geht es um einen Welpen, der hieß Yoshi. Und der stammt von dem illegalen Welpenhandel, wurde dann aber zum Glück gerettet. Die allgemeine Problematik halt, der Welpenhunger aufgrund von Corona, die allgemeine, schon seit Jahren bestehende Problematik des Welpenhandels, die ja leider einfach nicht abebbt. Und das ist ja auch ein Thema, gerade bei den Tierschutz-Kids, bei der Tierschutzjugend. Und da haben wir mal gedacht, wie kriegen wir es mal ein bisschen kreativer hin? Wie erreicht es halt alle? Ich war im Hörspiel der kleine Yoshi, also hatte auch ziemlich viel Text. Yoshi, was passiert hier? Was passiert mit uns? Wenn ich es wüsste, wäre ich auch schlauer. Ich habe keine Ahnung. Es muss die große Reise sein, von der Mama gestern erzählt hat. Aber Reise wohin? Das war das erste Mal, dass ich sowas Tolles machen durfte. Ich habe mich auch sehr darüber gefreut. Und das war eine sehr tolle Erfahrung, auch mal sowas richtig professionell zu machen und tatsächlich auch dann zu einer CD verarbeitet wurde. Wir Tierschutz-Kids und Teens entwerfen heute ein Gesellschaftsspiel zum Tierheim und für die Katzen basteln wir was. Die Katzen mögen halt verschiedene Sachen. Hier zum Beispiel kann man Leckerchen reintun oder man kann Spielangeln basteln. Ja, Katzenspielzeug basteln ist natürlich für uns auch immer super wichtig. Erstmal ist es auch ein tolles Upcycling, wie man sehen kann, aus alten Bettlaken oder aus Pappkartons und Toilettenpapierrollen. Und es ist für uns auch eine super Bindung mit anderen externen Einrichtungen, also Schulen, Kitas oder anderen pädagogischen Einrichtungen, wo man einfach was dort vor Ort machen kann für die Tierheimtiere. Und es kann jeder mitwirken. Wir haben heute noch was ganz Besonderes vor. Und zwar möchten wir ein Gesellschaftsspiel, ein Brettspiel zum Thema rund um das Tierheim entwickeln. Welche Inhalte es hat, welche Ziele, wie es aufgebaut werden soll, das wollen wir heute mit den Tierschutzkindern als Brainstorming anfangen. Bei dem Gesellschaftsspiel soll halt so rüberkommen, was die Helfer hier so machen im Tierheim und ja, wie der Alltag so aussieht hier. Das Highlight der Corona-Zeit ist einfach, wie viele von unseren Tierschutzkids uns wirklich halt treu geblieben sind. Wie viele auch von sich uns auch mal angeschrieben haben, Ideen gebracht haben und dass uns eigentlich so keins von unseren Tierschutzkids halt verlassen hat. Als ich gehört habe, dass wir den Adolf-Hempel-Preis gewonnen haben, habe ich eigentlich gedacht, das wäre ein Scherz. Wir werden jetzt hier veräppelt, irgendwie versteckte Kamera. Also ich fand das so bombastisch, einfach nur grandios. Ja, da war ich wirklich erstmal sprachlos, seltener Moment bei mir. Und habe mich aber super gefreut. Für den Jugendtierschutz motiviert mich die Gemeinschaft, mit allen zusammenzuarbeiten. Und es macht mir auch Spaß, dann teilweise auf die Straße zu gehen und ganz verschiedene Projekte zu machen. Als wir in der Stadt, Innenstadt waren und da die Stände gemacht haben und Leute halt auch zu uns kamen und auch so fasziniert waren davon, was die halt vorher noch nicht wussten. Mit meiner Freundin gehe ich hier nochmal hin und da machen wir selber vegane Kosmetik und so. Da freue ich mich. Ich finde das einfach toll, dass die jungen Menschen etwas haben, was sie aufbaut und dass sie sehen, es gibt zwar so viele Probleme auf der Welt, aber wir können auch was tun und wir können anpacken.